Hallo Tubies und willkommen zu einer weiteren Folge Shelly will's wissen. Heute dreht sich alles um die Jagd hier in dem Spiel. Und zwar gibt es ja die Hochwildjagd und die sogenannte Hohe Jagd. Ich erkläre euch den Unterschied, wie ihr drankommt, was ihr damit freischaltet, beziehungsweise was ihr alles durch die Jagd bekommen könnt. Es ist nämlich wirklich eine Riesenmenge. Also wie immer holt euch den besten Kaffee, Tee, Kakao, was auch immer. Vielleicht noch ein paar Kekse dazu. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's jetzt hier los. Also lasst uns zur Jagd blasen, beziehungsweise eher zur Jagd pfeifen. Ich befinde mich jetzt hier bei meiner staatlichen Gesellschaft. Und zwar fängt auf Level 50 die hohe Jagd auch erst an. Das heißt also, wenn ihr im Endgame von A Real Reborn seid, dann könnt ihr auch mit dem Jagen anfangen. Vorher ist das halt noch nicht freigeschaltet. Die Freischaltbedingungen findet ihr hier unten in der Infobox. Da ist es dann wirklich für A Real Reborn, Heavensward, Stormblood und Shadowbringers, wo ihr die jeweiligen Jagd oder Jagden dann freischaltet. Weil es ist so, mit jedem Add-on sind neue Jagdgebiete natürlich auch automatisch dazugekommen und ihr könnt eure verschiedenen Jagdmöglichkeiten dann halt auch erst freischalten, wenn ihr in diesem Add-on drin seid. Weil es gibt auch verschiedene Währungen unter der Jagd, je nach Patch halt bzw. Add-on ist es auch eine andere. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Das erste ist also, ihr seid Level 50 und ihr müsst in eurer staatlichen Gesellschaft den zweiten Rang haben. Also das heißt beim Maelstrom zweiter Sturmbootsmann, bei der Bruderschaft zweiten Schlangenpriester und bei der Legion der zweite Legionsfähnrich. Wenn ihr das innehabt, dann könnt ihr die Jagd freischalten und bekommt dann bei eurer staatlichen Gesellschaft dieses Jagdbrett freigeschaltet. Wir fangen jetzt also mit den 50er Jagden an und im Laufe dieses Videos gehe ich dann auf die 60er, 70er und 80er auch noch ein. Bei den 50ern, was ist es denn jetzt genau? Also, ihr bekommt einmal die Jagdlizenzen täglich und ihr bekommt die Hochwild-Jagdlizenzen wöchentlich. Was bekommt ihr da? Wenn wir da jetzt einmal drauf gehen, sehen wir, dass wir innerhalb der Gebiete von A Real Reborn verschiedene Monster jagen sollen. Dann steht dabei, dass wir 2000 Gild bekommen und zum Beispiel 20 Jagdabzeichen. Das heißt also, wir müssen uns jetzt einfach nur anschauen, welches Monster suchen wir. Dann sehen wir hier drunter auch noch, wo wir es finden können. Und zwar steht jetzt hier Mordona, Silbertränen, Nordufer. Jetzt können wir die Karte öffnen und dann wird uns hier angezeigt, wo der Silbertränen-Nordufer überhaupt sich befindet. Das heißt also, in diesem Rahmen hier wird dann auch dieses Monster irgendwo rumstehen und dann müssen wir das einfach nur erledigen. Es sind immer zwei oder drei der Sorte, die wir erledigen müssen. Und dann bekommen wir eben diese Jagdabzeichen und 2000 Gil dazu. Das können wir uns täglich immer abholen. Rücksetzer ist wie alle anderen täglichen Dinge immer um 16 Uhr in der Winterzeit oder um 17 Uhr in der Sommerzeit, beziehungsweise umgekehrt. Ich weiß es gerade wieder nicht. Tut mir leid. Also entweder ist es 16 oder 17 Uhr. Es kommt immer darauf an, ob wir Winter- oder Sommerzeit gerade haben. So, dann holt ihr euch das ab und dann geht ihr eben diese Monster suchen, erledigt diese und bekommt dann die Gild- und die Jagdabzeichen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Hochwildjagdlizenz wöchentlich. Wöchentlich bedeutet, es ist nur ein einziges Monster, das ihr finden müsst. Die Schwierigkeit dieses Monster ist aber, ihr könnt es nicht unbedingt alleine machen. Wenn ihr in eurer Stufe seid, also ihr seid jetzt Stufe 50 und nehmt hier diese Jagdlizenz an, dann werdet ihr dieses Monster alleine sehr wahrscheinlich nicht hinbekommen. Das macht ihr dann mit anderen Spielern zusammen. Und meistens ist es so, dass wenn ihr dort eins findet, es vorher auch in sogenannten Hunting-Karkas geteilt worden ist. Das heißt, ihr müsst nur ein bisschen warten und dann kommen die Leute dorthin und helfen im Endeffekt in der Gruppe, dann dieses Monster zu erledigen. Dafür bekommt ihr dann auch 5000 Gil und 100 Jagdabzeichen. Also auch viel mehr. Zudem müsst ihr wissen, dass ihr mit diesen Jagden automatisch auch levelt. Das heißt, wenn ihr täglich diese Jagdabzeichen macht, könnt ihr zusätzlich auch noch leveln. Und das ist, wenn man gerade richtig Lust auf die Jagd hat, ist das sehr effektiv dort zu leveln, weil durch diese täglichen Aufgaben, die ihr dann bei der Jagd erfüllt, die ihr ja in verschiedenen Stufen machen könnt, könnt ihr euch somit täglich auch einen extrem guten EP-Bonus abholen, sofern ihr halt eben Freude an der Jagd habt. So, jetzt gehen wir davon aus, ihr habt jetzt also die täglichen Jagden gemacht und habt vielleicht auch schon eine wöchentliche Jagd abgeschlossen. Was macht ihr denn dann jetzt mit diesen sogenannten Marken? Und zwar, wenn ihr dann bei eurer staatlichen Gesellschaft schaut, steht neben dem Marktbrett auch ein NPC. Und hier könnt ihr eure Jagdabzeichen eintauschen.
Jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal zu sagen, wir gehen auf Rüstung. Wir können uns dann hier Rüstungen eintauschen oder auch jetzt hier, das ist zum Beispiel eine Trainingspuppe für die Gartenausstattung. Das ist aber jetzt in Real Reborn, muss man nicht unbedingt machen, weil ihr bekommt ja Rüstung über Dungeons mittlerweile sehr schnell oder könnt euch die auch selber craften und so weiter. Da würde ich die Marken für nicht ausgeben. Das war früher noch sinnig, heute eigentlich eher weniger. Dasselbe gilt dann hier, dann habt ihr auch für Magier spezifische Ausrüstung und für Krieger auch das Ganze. Viel interessanter sind aber die anderen Jagdabzeichen, unter anderem, weil hier bekommt ihr zum einen Wertmarken für eure Gehilfen, könnt ihr aber auch über die Staatstaler machen, deswegen würde ich das hier auch nicht empfehlen. Teleport-Tickets können sich eventuell lohnen, wenn ihr ein bisschen Schwierigkeiten mit Gil noch anfangs habt, also das heißt, ihr Porten für euch sehr teuer ist und so weiter. Dann gibt es hier noch andere Sachen, die beziehen sich auf die Anima-Waffe, die es in Will Reborn gab. Das ist hier die Knochensplitter und Samen. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber es braucht ihr auch nicht. Dann haben wir hier noch einiges, was man zum Craften braucht, verschiedener Gegenstände. Da müsst ihr mal gucken, ob euch das interessiert oder nicht. Aber wie in meinem letzten Video von dem Schokobo-Zucht, das habe ich nämlich ganz vergessen zu sagen, könnt ihr hier nämlich für diese Jagdabzeichen auch den Apfel, Pflaume, Birnen und Fruchtsamen bekommen, genauso wie Beeren und Ananas, was ihr für euren Schokobo braucht. Das heißt, zum Färben könnt ihr hier über die Jagd euch das auch selbst zusammenjagen sozusagen und braucht das nicht teuer am Marktbrett kaufen. Und weiter gibt es dann nämlich hier auch noch eine Succubus-Puppe als Begleiter und eine Schatzkiste. Und für die Wohnung haben wir hier auch noch ein bisschen die Miniatur-Ultima-Waffe als Tischdekoration. Aber was am meisten interessant ist und am wichtigsten mittlerweile, würde ich sagen, sind die Reitwege, die wir hier bekommen. Um die geht es mir eigentlich explizit, weil mit diesen Reitwegen, wenn ihr die eintauscht, dann könnt ihr in den Gebieten, also hier im Ostwald, Südwald, Nordwald und dann unten auch noch oberes Lanusea, äußeres Lanusea und so weiter, könnt ihr schneller reiten. Und dafür ist die Jagd in Real Reborn jetzt eigentlich maßgebend. Also das heißt, diese Rüstungsfarm und so weiter über die Jagd, das braucht ihr nicht mehr, weil das ist alt, das ist, man kriegt sie halt sehr schnell zusammen. Aber diese Reitwege lohnen sich und deswegen lohnt sich in Real Reborn auf jeden Fall auch noch die hohe Jagd. Das ist wirklich der wichtigste Punkt, den ich finde, warum man noch in den alten Gebieten die Jagd machen sollte, damit man diese Reitwege bekommt und wir somit schneller unterwegs sind in den Gebieten. Damit ihr das einsehen könnt, geht ihr einfach mal ins Hauptmenü. Unter Karte und Transport findet ihr nämlich dann die Reitgeschwindigkeit und dort seht ihr, wo ihr halt schneller reiten könnt. Der gelbe Stern sagt, hier könnt ihr schon schneller reiten und der ausgegraute heißt, hier könntet ihr noch schneller reiten, wenn ihr diese Reitwege habt. Und die bekommt ihr, wie gesagt, über die Jagd. Und deswegen ist das in Real Reborn der Punkt, warum man die Jagd noch bestreiten sollte. Wir sind jetzt in Ishgard angekommen, also in dem Add-on Heavensward. Und hier gibt es die nächste Jagd, die wir freischalten können. Wie gesagt, die Freischaltbedingungen findet ihr unten in der Infobox. Und ich befinde mich jetzt in den Fundamenten. Und zwar, wenn ich an den vergessenen Ritter mich porte, also den Ätherit, der vergessene Ritter, dann finde ich hier das Clan-Jagdbrett und den NPC. Was finde ich an dem Clan-Jagdbrett? Genauso wie in Real Reborn finden wir hier unsere täglichen sowie unsere wöchentlichen Jagdlizenzen, die wir uns dann abholen können. Dann weiter wäre hier zu erwähnen auch, dass ihr den NPC gerne mal anklicken könnt, weil der erklärt euch ein bisschen was zu der Hochwildjagd von den verschiedenen Monsterarten. Und zwar haben wir Monster Rang A, B und S. Wo ist der Unterschied? Ein Monster der Stufe oder des Rangs A spawnt alle 4 Stunden circa. Das bedeutet also, ihr seid jetzt unterwegs, habt einen A-Rang gefunden und macht den jetzt platt. Und wenn jetzt die nächste Gruppe den natürlich auch gerne haben möchte, dann muss diese wiederum 4 Stunden warten, bis der wieder neu spawnt. Bei B ist es innerhalb von ein paar Minuten in der Regel. Wenn ihr den tötet, dann ist der relativ schnell wieder auf der Karte da. Ja, und bei dem S-Rang ist wirklich sehr speziell, weil ihr müsst zum einen wissen, dass ihr da bis zu 72 Stunden warten müsst, bis der wiederkommt. Und es müssen auch manchmal bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das sehr explizit nach Monster auch ist. Aber jetzt als Beispiel, irgendwo in Lanusea gibt es zum Beispiel ein Monster, da muss man als Minenarbeiter etwas Bestimmtes abbauen. Und erst dann erscheint dieses Monster auf der Karte. Und von diesen Bedingungen gibt es ganz viel. Da gibt es im Internet auch jede Menge Seiten und richtige Spezies gibt es in den sogenannten Haunting-Karkas.
Jetzt heißt das aber nicht, dass eure tägliche Lizenz davon betroffen ist. Nein, in der täglichen Lizenz findet ihr auch wirklich nur die Monster in den Karten, die auch überall wieder spawnen. Das sind die B-Rang-Monster. Das heißt, wenn ihr das Monster platt macht, dann ist innerhalb von ein paar Minuten auch an anderer Stelle spawnt der wieder. Also da braucht ihr euch keinen Kopf drum machen. Da geht es wirklich darum, dass diese S-Rang meistens auch in diesen wöchentlichen Hochwildjagden zu finden sind. Und um die zu machen, braucht man sogenannte Hunting-Kakas, wo sich halt mehrere Leute zusammenschließen. Das sind ja dann weit über 100 Spieler, die dann wissen, wann, wo irgendwo dieses Monster spawnt. Dann geben die in diesen KK Bescheid und alle anderen treffen sich dann da, wo dieses Monster ist. Und wenn alle dann halbwegs zusammengekommen sind, dann wird das Monster auch erst gelegt. Ich habe das jetzt hier mal im Hintergrund eingespielt, dort könnt ihr das Ganze sehen. Jetzt ist die Frage, wie kommt ihr in diese Hunting-Kakas? Das ist ganz eigentlich recht einfach. Und zwar, wenn ihr unterwegs seid und ihr seht, da tummeln sich ein paar Leute um ein Monster rum, dann wisst ihr, ah, da findet eine Jagd statt. Und dann schreibt ihr einfach nur in den Sagenschritt rein, bitte um Einladung eines Hunting-Kakas oder das Ganze dann am besten auf Englisch, weil es ist ja hier meistens alles auf Englisch. Und ganz wichtig ist, wenn ihr diese wöchentlichen Jagden macht, seid nicht alleine, sondern schließt euch einer Gruppe an. Wenn ihr jetzt in einem Hunting-KK seid und da wird jetzt geschrieben in La Nocea, da und da ist jetzt das S-Rang-Monster so und so, dann fliegt ihr dahin und schreibt dann in den Sagenschritt, bitte für diesen Hunt einladen, in weit vor Hand zum Beispiel, weil ihr in der Gruppe einfach viel mehr Punkte macht. Das heißt, ihr macht mehr Gil in einer Gruppe und ihr bekommt auch viel mehr Marken in einer Gruppe. Das solltet ihr sowieso immer machen, wenn ihr in Hunts unterwegs seid, am besten in Gruppen. Ausgenommen sind halt diese täglichen Sachen, die könnt ihr alleine für euch machen, aber wenn ihr richtigen Hunting-Kakas beitretet, dann immer in einer Gruppe von Minimum 3 Leuten, am besten halt am 8, damit ihr mehr von diesen Marken und mehr EP auch im Endeffekt bekommt und mehr Gil. Ich bin jetzt hinter dem Clan oder hinter dem Jagdbrett bin ich einfach nur in die Taverne reingegangen und stehe jetzt hier vor zwei NPCs. Und zwar diese beiden NPCs, dort können wir die Centurio-Marken, die wir über die Jagd bekommen, eintauschen. In Heavensward, nein, in Reborn heißen sie Jagdabzeichen und in Heavensward sowie in Stormblood heißen sie Centurio-Marken. Und diese Centurio-Marken können wir hier auch wieder eintauschen, indem wir zum einen Rüstung bekommen. Also das ist der zweite NPC und an dem ersten NPC bekommen wir hier auch wieder die Reitwege. Das heißt, hier können wir das eintauschen, damit wir in Heavensward schneller unterwegs sind auf den, in den ganzen Gebieten. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr dann die hier eintauscht. Und wie gesagt, beim zweiten NPC bekommt ihr dann die domanische und die Artefaktausrüstung. Das heißt, wenn ihr jetzt gar nicht so Lust habt, ständig Dungeons zu laufen, um euch die Marken zu holen, damit ihr eben die Ausrüstung, also über die Poesiesteine die Ausrüstung euch farmt, könnt ihr das hier auch wunderbar mit diesen Marken machen, wenn ihr in der 60er Stufe seid. Wie gesagt, ihr levelt zwischendurch dann automatisch mit, wenn ihr diese täglichen Aufgaben macht und bekommt die Marken, wo ihr euch dann automatisch auch bessere Rüstung für holen könnt. Wir sind jetzt also in Stormblood angekommen, in dem nächsten Add-on. Und hier schaltet ihr das Ganze halt in Kugane frei. Es steht alles in der Infobox, wie ihr das dann freischaltet, welche Quest und so weiter. Und dann finden wir hier in der Nähe vom Etoriten, ein bisschen weiter links, auch so eine Art Taverne bzw. ein Gasthaus. Und hier findet ihr auch dann das Marktbrett und unten die beiden NPCs. Und auch hier ist es wieder so, dass ihr die Ausrüstung bekommt auf Stufe 70. Entschuldigung. Also auf Stufe 70 die Ausrüstung bekommt und dann bekommt ihr eben auch bei dem zweiten NPC hier wieder die Reitwege. Das heißt, hier könnt ihr dann schauen, dass ihr in Stormblood schneller in den Gebieten unterwegs seid. Weiter bekommen wir dann sogar noch verschiedene Materie. Das heißt, ihr könnt auch Materie-Farming betreiben, was sich aber meiner Meinung nach für Stufe 6 Materie nicht so lohnt, weil 400 Jagdabzeichen ist schon eine Menge Holz, bis ihr das zusammen habt, ob sich das für Materie lohnt oder nicht, müsst ihr wissen. Aber es gibt halt auch wieder hier Begleiter, zwei süße Begleiter dazu und Notenrollen bekommt ihr nämlich auch immer mal wieder bei den ganzen Sachen dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, was geben uns die NPCs und was möchte ich, um dann auch erfolgreich hier eine Jagd gestalten zu können in Stormblood.
Wir sind jetzt in Shadowbringers angekommen. In Shadowbringers müsst ihr euch ins Kristarium porten und dort findet ihr am Äthereten vom Tierfriedhof alles, was ihr zum Jagdbrett wissen müsst, beziehungsweise das Jagdbrett selbst sehen wir hier einmal auf der linken Seite. Hier können wir uns auch wieder unsere täglichen und wöchentlichen Jagdlizenzen abholen und dann haben wir hier den NPC, wo wir die Kubo-Trophäen eintauschen können. In Shadowbringers sind es dann die Kubo-Trophäen, die wir sammeln. Wollt ihr wissen, wo ihr das einsehen könnt, wie viel ihr habt? Ist ganz einfach. Ihr geht einmal ins Hauptmenü. Unter Charakter findet ihr dann den Punkt Vermögen. Und dann auf dem zweiten Reiter Kampf finden wir hier unten Abzeichen und Trophäen. Die Jagdabzeichen sind aus Real Reborn, die Centurio-Abzeichen aus Heavensward und Stormblood und dann die Kubo-Trophäen jetzt für Shadowbringers. Auf Stufe 70 schaltet ihr das Ganze dann halt frei, wenn ihr in Kristarium angekommen seid. Schaut einfach unten in die Infobox. Dort steht alles drin, welche Voraussetzungen ihr haben müsst und wo ihr welche Quest dafür findet. So, dann steht jetzt hier der NPC und was bekommen wir hier? Zum einen sei gesagt, Reitwege findet ihr nicht, weil in Shadowbringers gibt es keine Reitwege. Ob die nochmal nachgepatcht werden, das weiß ich an diesem Punkt leider nicht. Ich gehe aber eigentlich mal theoretisch davon aus, dass man sich auch hier irgendwann schneller bewegen kann, werden sollte. Aber ohne Gewehr. Also die findet ihr auf jeden Fall nicht, aber ihr findet hier ein geläutertes Horn. Das heißt also, ihr bekommt sogar ein Reittier. Ihr bekommt Begleiter und wieder eine Holzpuppe für den Garten. Diese Holzpuppen sind, die gab es in Real Reborn gab es eine Holzpuppe und in Shadowbringers und Stormblood auch. Das ist immer für die entsprechende Endstufe. Also das heißt, die Holzpuppe in Real Reborn ist 50, die in Heavensward ist 60, die in Stormblood ist 70 und diese Kristarium-Holzpuppe hier, die ist Level 80. Das ist ja die Gartenausstattung, die ihr euch aufstellen könnt und an der ihr eure Rotation der einzelnen Klassen üben könnt. Und da solltet ihr natürlich auch an einer üben, damit ihr seht, wie viel Schaden ihr so ein bisschen macht, die eurer Stufe dann halt auch entspricht. Das dazu. Dann haben wir hier noch Materie, die lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen, weil das ist die 7er und die 8er Materie, die lässt sich zum einen gut verkaufen, und zum anderen, wenn ihr auf Level 80 seid, braucht ihr die auch selbst. Also könnt ihr die hier auch gut eintauschen. Ist auch gar nicht mal so teuer. Wenn man viel jagt, macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Was gibt es noch? Und zwar könnt ihr dann noch zusätzlich Rüstung der Stufe 440 erlangen. Die könnt ihr hier also eintauschen. Ist jetzt gerade nicht die beste Ausrüstung, aber wenn man sich die Preise anschaut, 55 Kupo-Marken ist jetzt auch nicht so viel. 120 ist das Maximum für ein Oberteil. Für zwischendurch schon mal, so, wenn man die Marken über hat, lohnt es sich, weil man hat natürlich eine bessere Ausrüstung als irgendwie über Dungeon oder so weiter. Was ihr natürlich machen könnt, ist diese Ausrüstung in Kristarium bzw. in Yulmor zu verbessern. Wir können ja, wenn wir über Vermögen einmal gehen, haben wir ja die allergischen Steine der Phantasmorgie und die allergischen Steine der Phantastik, die wir ja sammeln. Und warum sammeln wir die? Damit wir eine bessere Ausrüstung uns in Yulmor eintauschen können. Und diese Ausrüstung, die können wir ja auch wieder verbessern. Und dafür brauchen wir Kristariumgewebe und Poliermittel. Und diese beiden Sachen, beziehungsweise Gewebe und Poliermittel, genau, die bekommt ihr auch für die Jagdabzeichen. 3000 Jagdabzeichen für das Gewebe und 2000 Jagdabzeichen für das Poliermittel. Und wenn ihr das habt, könnt ihr in Kristarium eure Ausrüstung verbessern. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich genau meine, deswegen porten wir uns jetzt einmal nach Yulmor. Und ich glaube, ich habe jetzt ein paar Mal Kristarium gesagt, aber ich meine Yulmor. Wir sind jetzt also in Yulmor angekommen und hier habt ihr ja diese NPC-Reihe, da habt ihr insgesamt 4 NPCs. Der rechte NPC ist für die Eden-Ausrüstung, die interessiert uns jetzt gerade nicht. Jetzt fangen wir mit dem NPC auf der linken Seite, den zweiten, an. Und zwar hier könnt ihr ja über die Phantasmorgie-Steine und der Steine der Phantastik euch entweder die 490er-Ausrüstung oder die 460er-Ausrüstung eintauschen. So. Um diese zu verbessern, brauchen wir Poliermittel und Gewebe. Normalerweise geht es dann hier um den rechten NPC. Der hat die unter Gegenstände, da haben wir die Möglichkeit, das Lösungsmittel und Gewebe bzw. Poliermittel sowohl für die Dunkelschatten als auch für die Kristarium-Ausrüstung einzutauschen. Die erste Möglichkeit ist, dass wir halt diesen 24-Mann-Raid laufen. Da bekommen wir ja dann die Maschinenmünze und die Puppenmünze, also die kopierte Fabrik und die Puppenfestung. Wenn ihr jetzt sagt, 24-Mann-Raid, nein, das möchte ich gar nicht laufen, ist nicht meins oder so, dann habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, über die Jagd diese Poliermittel zu bekommen. Das heißt also, ihr farmt euch ganz normal, indem ihr
die tägliche Agenda läuft, also Dungeons läuft und so, bekommt ihr die Steine der Phantasmagie und der Phantastik, holt euch hier die Ausrüstung, je nachdem wie weit ihr seid, und geht dann entweder in den 24-Mann-Raid rein, um euch das Poliermittel und das Gewebe zu holen, oder ihr macht es über die Jagd. Und wenn ihr das über die Jagd dann macht, dann macht es wie alle anderen auch, dann geht ihr hier ganz links zu dem Ausrüstungsverstärker und wählt da aus Crystarium oder Dunkelschatten-Ausrüstung. Und könnt dann, wenn ihr den Gegenstand habt, jetzt als Beispiel die Kopfbedeckung, dann nehmt ihr das Dunkelschallgewebe, die Kopfbedeckung und könnt von 460 auf 470 eure Ausrüstung verbessern. Jetzt ist es natürlich so, von 460 auf 470 zu verbessern, macht nicht mehr wirklich Sinn. Das heißt, diese Dunkelschattenausrüstung würde ich nicht mehr verbessern, aufgrund der Tatsache, dass wir ja die 490er Crystarium-Ausrüstung haben. Die dauert nur einfach insgesamt länger, sie zu bekommen, weil wir dürfen ja auch nur 450 Steine pro Woche farmen und ein Gegenstand kostet ja dann aber auch schon über 300 Steine, beziehungsweise eine Hose dann auch schon um die 800 Steine. So, aber da würde sich natürlich dann anbieten, wenn ihr über die Jagd das Ganze verbessern wollt, dann holt euch die Crystarium-Ausrüstung, er jagt euch sozusagen das Crystarium-Gewebe und dann tauscht ihr das Ganze von 490 auf 500 ein, aber ihr umgeht somit den 24-Mann-Raid, wenn ihr sagt, ich möchte die beste Ausrüstung haben, aber ich möchte kein 24-Mann-Raid laufen oder auch ich möchte kein Eden-Raid laufen, worüber ihr das ja auch verbessern könnt. Ihr müsst euch merken, mit dem nächsten Update wird es auch in der Jagd wieder andere Sachen zum Eintauschen geben, damit ihr eben auch eure Ausrüstung hier in Yuumol dementsprechend wieder weiter verbessern könnt. Das kommt jetzt mit den nächsten Patches. Dazu sei gesagt, in Heavensward, Stormblood und auch in Riverborn gibt es dasselbe Prinzip. Ich bin nur nicht drauf eingegangen, weil ich finde, es lohnt sich nicht über die Jagd, es ist ja sehr aufwendig, sich über Jagd diese Ausrüstung auf 50, 60 noch zu verbessern, aufgrund der Tatsache, dass wenn ihr in Dungeons seid und ihr levelt ja sowieso, ihr wollt ja alle ganz schnell eigentlich auch auf Level 80 irgendwann sein, das heißt, wenn ihr jetzt eine 50er Ausrüstung dann noch sagt, ich gehe jetzt jagen, ihr levelt weiter, dann seid ihr auf Level 55 und sagt so, jetzt gehe ich sie mir über die Jagd verbessern. Das lohnt nicht mehr. Dasselbe gilt halt auch für Stormblood und Heavensward, da ist es dasselbe. In der Zeit, wo ihr jagt, levelt ihr automatisch, das heißt, ihr würdet auf 60, Seite 65 und könnt dann die komplette Ausrüstung erst verbessern. Ja, das hat sich dann nicht mehr gelohnt. Also da sage ich, ihr könnt es machen, um das Prinzip einfach mal in einer niedrigen Stufe euch anzugucken. Natürlich. Jeder wie er mag, aber lohnt tut es sich nicht. Da lauft dann lieber mal ein Dungeon, da bekommt ihr dann über den Dungeon schneller bessere Rüstung oder ihr holt euch für die Poesiesteine in den entsprechenden Gebieten dort die richtige Ausrüstung. Deswegen über die Jagd empfehle ich es da definitiv nicht mehr, aber sobald ihr in Shadowbringers angekommen seid, da macht die Jagd dann wieder Sinn, wenn ihr sagt, ihr wollt eure Ausrüstung über die Jagd verbessern. Jetzt möchte ich euch noch einmal zeigen, wie ihr auch wirklich eure Jagden abarbeiten könnt, und zwar wo ihr was überhaupt findet. Ich bin jetzt unterwegs und weiß, okay, mein Monster ist jetzt hier. Wie weiß ich das? Und zwar indem ich in mein Inventar einmal gehe und dann ganz nach rechts, also der dritte Reiter oder je nachdem wie ihr es aufgebaut habt, der zweite Reiter, auf jeden Fall da, wo ihr die ganzen Gegenstände findet, dort findet ihr dann auch die ganzen Jagdlizenzen. Man kann von jeder Stufe, also das heißt von Riverborn drei offen haben plus die wöchentliche, dann könnt ihr die aus Heavensward alle drei aufhaben, aus Stormblood, also ihr könnt alle auf jeden Fall euch abholen, wenn ihr mehrere, also jetzt schon auf Level 80 seid, und dann sind die hier offen. So, und jetzt habe ich mir aus der Clan-Hochwildjagd was ausgesucht, Stufe 3, das heißt hier, ich brauche den himmelblauen Wamura, wie man es auch ausspricht, habe dann also die Karte hier geöffnet, mir wurde gesagt, hier im himmelblauen Fenster, habe mich hier hingeportet, ein bisschen rumgeflogen und dann habe ich ihn auch schon gefunden. So, und wenn ihr den findet, ihr müsst euch nicht mal den Namen merken, ist das Praktische, sondern wenn wir einmal schauen, die haben hier so ein, ja, Mannequin im Endeffekt drüber. Das heißt, ich habe zum Beispiel gerne alle Jagdlizenzen offen und wenn ich mich durch ganz Eosea porte, sehe ich automatisch irgendwann, oh, da ist noch eine Jagd offen, die ich noch nicht gemacht habe und ich sehe die Viecher halt, ich sag jetzt mal Viecher, sehe ich halt relativ schnell und früh. So, das heißt also, in dem Moment, wo ich das Vieh gefunden habe, dann stelle ich mich jetzt hin und jetzt muss ich aber einmal die Klasse wechseln, weil dafür bin ich dann doch etwas zu klein. Gehen wir jetzt einmal auf Astro, der ist jetzt eigentlich wieder zu groß, aber nicht schlimm. So, und dann visiere ich das einfach in dem Moment an und erledige das.
Und dann seht ihr auch, wenn ihr es jetzt in dem Buch selbst nicht gesehen habt, Moment, ist jetzt, waren es jetzt zwei oder drei, die ich brauche, haben die anderen immer noch dieses Symbol darüber. Das heißt also, ich kann es wieder auch das erledigen. Und in dem Moment, wo es fertig ist, seht ihr hier, du hast 15 Centurio-Abzeichen erhalten. Dann weiß ich, aha, die Jagd ist abgeschlossen, ich kann jetzt auch im Endeffekt weitergehen. Jetzt möchte ich noch am Ende einmal darauf eingehen, wo jetzt wirklich der Unterschied zwischen A, B und S ist. Ich sagte ja, die Spawnzeit, also wann nach dem Töten dieses Monsters es wieder erscheint auf der Karte, vergehen also bei dem A-Rang die 4 Stunden, bei dem B-Rang sind es ein paar Minuten und bei dem S-Rang können es halt 72 Stunden sein. Jetzt ist wichtig, dass ihr wisst, dass ihr die B-Rang, also die, die ihr in den wöchentlichen Jagden automatisch drin habt, die könnt ihr als Einzelperson alleine jagen und erlegen und bekommt auch den vollen Bonus an Marken, also Centurio, Kupo oder Jagdmarken. Den bekommt ihr auf jeden Fall voll, genauso wie ihr die vollen EP bekommt und auch den vollen Gil-Betrag bekommt. Das gilt halt für die B-Rang-Monster. Aber für Rang A und S, da solltet ihr halt in dieser Gruppe sein, wo ich sagte, dass ihr euch dann einfach mal einen Hunting-Kaka sucht und Leute findet, die gerne halt eben Tanz machen, weil ihr müsst nämlich bei dem A-Rang Minimum 8 Spieler sein, um alles ausschöpfen zu können und auch in der Stufe, wenn ihr seid, um den dann legen zu können. Es können auch 5 nur sein, wenn jetzt, sagen wir, ihr seid in Heavensward unterwegs, da sind es ja die 60er Monster und ihr seid auf Stufe 60 und ihr habt aber jetzt noch 2 Spieler dabei, die sind Stufe 80 und einer ist auch irgendwie um die 60, dann funktioniert das auch noch halbwegs gut. Aber für die S-Rang-Monster, da sollten es weit mehr als 8 Spieler sein, also 24 Spieler sollten es Minimum sein, weil ein S-Rang-Monster kann man nicht als 8er-Gruppe erlegen, egal in welcher Stufe. Das ist also ganz wichtig, dass ihr wisst, S-Rang könnt ihr alleine nicht erlegen, auch nicht mit ein paar Leutchen in der 8er-Gruppe, sondern da braucht ihr wirklich 24 Leute oder mehr. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass sogenannte Fates erscheinen. Die werden in den Hunting-Kakas auch immer wieder mit gepostet und wenn ihr das mal seht, das sind besondere Special Fates, die sind halt bei den Huntern vertreten, weil in diesen Special Fates bekommt ihr zum einen spezielle Errungenschaften und zum anderen gibt es da auch Sachen, die ihr dann irgendwo bei NPCs in den Großstädten eintauschen könnt, wie zum Beispiel die sogenannte Fuchs Fate. Die findet ihr irgendwo in Yangtze zum Beispiel und da könnt ihr Fragmente erfahren und euch nachher einen Begleiter, einen kleinen Fuchs ertauschen. Ihr könnt euch Fuchsohren ertauschen und vieles mehr. Genauso wie die Ixion Fate, das ist eine Fate, wo ihr ein großes Reittier bekommt. Das müsst ihr nämlich dann auch erstmal euch die Teile erfahren. Ich kann euch das mal einmal zeigen. So, das hier ist das Ixion. Dieses Reittier bekommt ihr halt nur, wenn ihr dieses Special Fate dann wirklich abschließt und euch die ganzen Fragmente dort sozusagen erfarmt. Das könnt ihr in den Hunting-Kakas auf jeden Fall sehr gut mit mehreren Leuten abfarmen. Und dann gibt es auch noch sogenannte Hunt-Trains, falls ihr davon gehört habt. Das sind Fates, die in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden müssen, um am Ende eine Errungenschaft zum Beispiel zu bekommen. Das würde jetzt den Rahmen hier extrem sprengen, weil das ist wirklich was für Veteranen. Ich möchte das Ganze jetzt eher für Fortgeschrittene halten, deswegen gehe ich da nicht weiter drauf ein. Aber ihr wisst zumindest schon mal, ihr habt gehört, Houndtrain, was ist das? Ach ja, das war das mit den, es werden mehrere Fates hintereinander abgefarmt in einer bestimmten Reihenfolge, um etwas Besonderes zu bekommen. Das war's dann auch für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch die hohe Jagd gut erklären. Ihr wisst jetzt, was es ist und vor allen Dingen könnt ihr entscheiden, ob das etwas für euch ist, was euch Spaß macht oder eben nicht. Und ihr habt die Möglichkeit, in der Infobox, wie gesagt, zu schauen, wo ihr was freischaltet, was ganz wichtig ist. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, die hohe Jagd zu machen oder überhaupt die Jagd zu machen für die Reitwege und für die Begleiter, wenn ihr sammelt. Dort bekommt ihr die auch. Ansonsten könnt ihr solche Sachen auch wunderbar am Marktbrett verkaufen. Da lässt sich auch ordentlich Gil auf jeden Fall für mitmachen. Ja, in dem Sinne kann ich jetzt nur noch sagen, ich bedanke mich vielmals dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ihr wisst, wie immer, bleibt gesund und wir sehen uns dann bald in Eosea wieder. Eure Annie und eure Shelly.